Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch mit einem, hoffe ich, kurzen, knackigen Video. Ihr werdet auch hier irgendwo Werbung sehen. Mich hat nämlich die Firma CaseFan, wo ihr gerade die Webseite seht, angeschrieben, ob ich meiner Community nicht mal die Seite vorstellen möchte, weil die wohl gute Preise für Windows, also Windows 10, Windows 11, Office, aber auch andere Software haben. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich ja gerne machen. Was ist denn für meine Community mit drin? Was können wir denn machen? Und da habe ich ein geiles Angebot gekriegt. Und es hat mir auch super trainiert gespielt. Und ja, weil ich sowieso noch eine Windows 10 Lizenz brauche. Und zwar den Text, den ich euch jetzt zeige, ich habe schon vorbereitet. Den werde ich dann, das ist halt die Videobeschreibung, die ich dann machen werde. Also die, was dann in die Videobeschreibung kommt halt. Das habe ich schon alle geschrieben und die auch gleich wieder für die Leute, die suchen, mit Links reingeführt. Wir bekommen mit dem Gutschein FWV50 die Windows 10 Lizenz anstatt Windows 10 Pro. Gehen wir mal rauf. So, Windows 10 Pro. Anstatt für 14,80 € kriegen wir sie für 7 Euro. Die Windows Pro. Also das ist die 11 Pro. So, die 11 Pro bekommen wir für 25. Und die Windows 10 Pro für zwei PCs bekommen wir für 12 anstatt für 24. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch mit dem Code FWV62 bekommen wir Office 2021 für 26 Euro anstatt für 71. Und Office 2019 Pro bekommen wir für 24 Euro statt 65 Euro. Und Office 2021 Pro plus Windows 10 für 30 Euro. Das kostet dann hier im Bundle eigentlich 81 Euro. Ich brauche aber eine Windows 10 Lizenz. Windows 10 nämlich, kann man auch auf Windows 11 upgraden, kostet nichts und ist preisgünstiger. Und das wollen wir jetzt einfach mal kaufen. Wir packen das einfach mal in den Einkaufswagen. Add Card. Dann gehen wir. Wie gesagt, ich werde die Rabattcodes auch in die Videobeschreibung machen. Ich mache euch das so mit drin, dann kommt ihr gleich zu die dementsprechende Webseite. Kopieren. Weil ich weiß, einige möchten nicht suchen, die möchten einfach nur draufklicken und dann geht das. So, und hier sind wir dann auf der Webseite. Also im Warenkorb. Wir machen mal auf Deutsch, dass ich auch sehe, wo hier Gutscheincode sein soll. Müssen wir kurz warten. Lädt. So. Gutscheincode anwenden. Klappt das jetzt hier nicht auf? Ah, jetzt. Hab's wohl nicht richtig getroffen. Einfügen. FW50. Rabatt anwenden. Ich lade nämlich gerade runter, deswegen ist es. So, jetzt haben wir es. Rabattcode 50% minus 7,40 Euro. Wir sind bei Windows 10. Lizenzschlüssel bei 7,40 Euro. Alles auch legal, haben sie mir gesagt, haben sie mir versprochen. Die Seite ist auch ziemlich groß. Die haben etliche Zeug mit bei. Aufnahmetools, Antivirenprogramm, alles Mögliche. Ich habe bei Antivirenprogramm nicht mehr geschafft, alle durchzugucken, weil da so viel drin ist. So, und dann gehen wir einfach mal zur Kasse. Entschuldigung, ist gerade bei mir ein bisschen langsam. Die PlayStation und die Xbox laden gerade was runter. Und wir haben hier auch irgendwie Netzprobleme. Sowieso gerade bei mir ein bisschen alles langsam. So.
Wir müssen jetzt hier ausfüllen. So. Create new account. Passwort. Nehmen wir das einfach mal, den bestätigen wir. So, Name, Adresse. Ihr könnt damit Kreditkarte oder mit PayPal bezahlen. Wir wollen mit PayPal bezahlen. Speichern. So, es kommen auch keine PayPal-Gebühren dazu, wie ihr seht. SEPA-Lastschrift, Debitkarte. Wir wollen direkt PayPal machen. So, einloggen. So, hier sehen wir PayPal Guthaben wollen wir machen. Es sei denn, ihr wollt halt mit der Bank machen, dann müsst ihr halt da. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen Guthaben drauf, weil ich was verkauft habe. Über Kleinanzeigen habe ich mal 20 Euro gemacht, also habe ich 20 Euro auf wenigstens noch Konto drauf. Passt ja. Wir können auch Bezahlpause und was weiß ich machen. So, jetzt zahlen. Danke, dass Sie mit PayPal, dass Sie PayPal nutzen. Wir können ja schon mal. Mensch. Outlook aufmachen. So. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ihre Bestellung lautet, Bestellnummer lautet. Wir schicken Ihnen Bestellbestätigung. Okay. So, dann gehen wir hier rauf. Dahin. Und gehen hier rauf. Von einem Shampoo habe ich auch schon wieder was gekriegt. Yes. Casefan.com. Willkommen. Verwenden die Zugangsdaten oder Benutzerkonto. Mein Benutzerkonto. Passwort vergessen. So. Dann komme ich auf mein Benutzerkonto. Da steht. Der Wort an Deutschland. So. Das ist alles gemacht. So. Dann gucken wir Sale. Hier sehen wir dann praktisch unsere Bestellnummer. Meine Adresse, also die Adressdaten. Hier sehen wir dann nochmal, dass wir im Windows 10 Professional Care geholt haben. Artikelnummer 14 noch was, 14 noch was, 7,40 Euro wurden abgezogen, also 50% Rabatt und Gesamtsumme 7,40 Euro. Und hier haben wir dann nochmal das Gleiche. Das ist nochmal das Gleiche. Naja. So, und jetzt müssen wir warten. Hier steht dann auch unser Auftrag. 29. Und die Uhrzeit halt. Wollen wir den Uffi geben, haben den Auftrag. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis sie den Auftrag bearbeitet haben. Und dann bekommen wir den Key zugesendet.
Gucken wir nochmal die Webseite. So, da hätte ich nur, da hätte ich nur eine Sekunde länger warten müssen, wo ich das Video beendet habe. Aber naja, eine Sekunde länger warten hätte gebracht. Aber die E-Mail ist gekommen. Hier ist sie. Ich werde es natürlich verpixeln, also nicht wundern. Ich lese euch das halt nur vor. Ihre Bestelldetails, Bestellnummer KSF und Produkt K Windows 10 Professional, Lizenzschlüssel, dick geschrieben. Bitte kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail, wenn Sie Probleme bei der Aktivierung oder Installation von Windows haben. Service-E-Mail-Adresse finden Sie unten. Ja, und dann haben wir hier halt 3 Schritte zum Upgrade von Windows-Lizenzschlüssel. Startmenü, Systemsteuerung, alle Elemente, Systemsteuerung, System. Klicken Sie auf Windows aktivieren, Produktschlüssel ändern. Klicken Sie auf Aktivierung und geben Sie erworbenen Lizenzschlüssel ein. Zweite Situation, Neuinstallation. Keine direkten Upgrade-Betriebssystem möglich. Keine Sorge, Sie können Windows 10 Schlüssel mit unserem Sie können das neue Windows mit unserem Lizenzschlüssel aktivieren. Nachdem Sie die korrekte Edition heruntergeladen und installiert haben. Also einfach installieren und dann den Code eingeben und dann ja, habt ihr das. Link zum Herunterladen. Haben wir hier auch noch einen Link. Wenn wir darauf klicken, kommen wir ganz normal zu Microsoft-Seite. Da können wir halt hier Windows 10 herunterladen. Dann könnt ihr euch dann hier Windows 10 November 2021 Update. Sie möchten Windows 10 auf dem PC installieren. Tool zum Herunterladen. Und also das jetzt hier praktisch jetzt aktualisieren. Das ist die Aktualisierungsdatei. Und hier ist dann halt Tool zum Herunterladen. Das ist auch ganz easy. Einfach draufklicken, dann wird hier. Zeige ich euch nochmal kurz noch mit. So. Das ist jetzt das Windows 10 Setup Tool. Da habt ihr dann die Möglichkeit, also wenn es noch so ist wie früher, dass ihr praktisch entweder ihr ladet euch Windows 10 runter oder ihr installiert es damit gleich. Und ihr könnt es dann halt auf einen Stick, auf eine DVD direkt drauf machen. So, hier haben wir dann zum Beispiel Microsoft Office. So, wir akzeptieren einfach mal die Lizenzbedingungen. Ja, wie gesagt, meine Leitung ist gerade etwas angeschlagen. Ne, ich lade gar nicht mehr runter. Ich hab hier schon ausgemacht, die Konsole. So, und hier können wir dann jetzt upgraden, Upgrade auf diesem PC ausführen. Das heißt, wenn ihr jetzt Windows 7 noch drauf hättet, könntet ihr jetzt ein Upgrade auf diesem PC ausführen mit dem Tool. Das heißt, er würde jetzt anfangen, Windows 10 zu installieren. Oder ein Installations-USB-Stick-DVD-ISO-Datei für den PC erstellen. USB-Stick müsst ihr halt einfach nur einen USB-Stick im PC haben. Den könnt ihr dann auswählen und dann wird er direkt als bootfähige Windows 10 Version auf den USB-Stick geschrieben. Das heißt, ihr braucht den USB-Stick einfach nur reinmachen. Beim Starten des PCs sagen, ey, nicht normal starten, sondern starte mal den USB-Stick. Oder man, wenn man halt die Reihenfolge geändert hat, startet er gleich den USB-Stick. Und dann fragt er gleich, hier, willst du Microsoft installieren, beziehungsweise dann müsst ihr halt die Anleitung durch eine ganz normale Installation. Oder ihr brennt dann halt, zieht euch die Dateien runter und brennt sie auf eine DVD. Oder ihr könnt eine ISO machen. Eine ISO ist halt praktisch ein Image von dem, was auf der DVD drauf ist. Ja, also da seid ihr dann komplett yep. So, da könnt ihr dann euch austoben. So. Jetzt aber soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde
Den ganzen Text, was ihr eben gesehen habt, werde ich in die Videobeschreibung machen mit den beiden Rabattcodes. Vielleicht kriege ich ja auch nochmal andere Rabattcodes, dann wird die Videobeschreibung aktualisiert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.